Moin, liebe Leute, ich sitze hier mal wieder, will mit einer Band ein Interview führen und der Name dieser Band ist... Karpatenhund. Genau, so ist es. Wir haben ja gerade einen kleinen Ausschnitt aus eurem neuesten Video, Notfalls werde ich für immer warten, gesehen. Für was lohnt es sich denn heute in dieser schnelllebigen Zeit noch zu warten? Also Notfalls für immer. Der Song lässt das ja so ein bisschen offen, deshalb ist er ja auch so sehr traurig, weil es eine sehr, sehr frustrierende und frustrierte Nummer übers Scheitern ist, also wo es am Schluss heißt, Flügellahme versuche nochmal neu zu starten, also irgendwas klappt ja nicht. Und ich glaube auch, dass dieser Song in diesem ganzen Gewusel aus deutschsprachigem Pop und Rock, dass das der allererste Song ist, wo mit dem Wort Scham hantiert wird. Also es gibt diese eine Stelle, ich schäme mich furchtbar dafür, wie wir sind, ich schäme mich, wie wir geworden sind. Und ich glaube, dass Karpatenhund die erste Band ist, die sich traut, das Wort Scham in den Mund zu nehmen, in einem Popsong, was auch nicht richtig deine Frage beantwortet. Und krümme mich, als würde ich beten. Geh im Kreis, nichts ändert sich. Nichts bewegt sich. Die meisten Versprechen haben wir vergessen. Wir lachen nicht mehr über dieselben Dinge. Ich schäme mich furchtbar dafür, wie wir sind. Ich schäme mich, wie wir geworden sind. Bitte werde wieder so, wie du immer warst. So wird wie's immer war. Notfalls werde ich für immer warten. Notfalls werde ich für immer warten. Wenn wir Sachen doof finden, dann machen wir die auch nicht. Also wir sollten, keine Ahnung, mir fallen winzige Beispiele ein. So, wir wollten nicht auf einem Festival von der Bundeswehr spielen. So machen wir nicht. Oder auf unseren Flyern soll nicht stehen, Geiz ist geil. Nur weil diese Kette dann unsere CDs anders platziert hätte. So Sachen, die wir nicht gut finden und wo wir uns dann für geschämt hätten, haben wir eigentlich nie gemacht. Okay, kommen wir zu meiner nächsten Frage. Und zwar, euer neues Album heißt, der Name dieser Band ist Karpatenhund. Ist das eine Hommage an die Talking Heads? Ich bin begeistert, wie ja, natürlich, ja. Ja, also es ist auf jeden Fall daran angelehnt. Die Talking Heads lieben wir sehr. Das ist ja einfach auch so eine Ansage, so the name of this band is Talking Heads und bei uns eben der Name dieser Band ist Karpatenhund. Irgendwie ist es auf der einen Seite eben diese Verbeugung, Verneigung vor den Talking Heads, die wir super finden, die so schräg und innovativ und komisch, aber trotzdem auch so eingängiger sind. Also die finden wir einfach super. Und dann eben zu sagen, so der Name dieser Band ist Karpatenhund, kam uns nach unserem ersten Album und nach dem Jahr eben unterwegs und auf Tour, kam uns dann mit dem neuen Album eben so, das war genau, was wir sagen wollten. Der Name dieser Band ist Karpatenhund. Also immer noch und so klingen wir jetzt. Nochmal Talking Heads, sprechende Köpfe. Man sieht ja in dem Booklet von eurem neuen Album eure geröntgten Köpfe. Ne? Wenn ich da jetzt so reinschaue in euren Kopf, was für Themen, Sachen, Gefühle nehmen denn am meisten Kopfraum ein bei euch jetzt so? Die Band.
sein für sich? Nee, viel abstrakter. Meistens, so was einen am meisten immer einnimmt, ist ja leider nicht, dass man sich gerade total wohlfühlt und glücklich ist, sondern irgendwelche Ängste und Sorgen und sowas. So kann man das ja nicht beantworten, so wenn man so sagt, ich gucke mal in deinen Kopf rein und was nimmt da am meisten Platz ein. Also vielleicht könnte man es auf den Moment anwenden und im Moment, heute ist ja der erste Tourtag das ist in den Köpfen halt eher, glaube ich, so was Schönes, Aufregung und Freude, so weil so eine Tour ja Spaß macht und wir das jetzt auch lange nicht mehr gemacht haben, so am Stück lange unterwegs zu sein und dann ist Karpaten und schon nimmt viel Platz ein, auf jeden Fall. Du hast es gerade angesprochen, düstere Gedanken oder so ein bisschen traurig, was einen viel einnimmt. Warum ist denn das Album allgemein so düster geworden? Wäre jetzt mal eine Frage von mir. Wir hatten so ein bisschen das Gefühl, mit dieser Ausdrucksform, dieses süßlich schrägen Gitarren, Bubblegum, Indie-Pop-Rock, was wir auf dem ersten Album gemacht haben, erstens alles gesagt zu haben und nicht mehr wirklich weiterzukommen und eben auch zweitens, dass wir gerne deutlicher werden wollten. Das war, glaube ich, zum Teil sehr, sehr ambivalent, dieses Album. Und da war auch schon so ein sehr hohes Maß an, naja, dunklen oder wahnsinnigen oder frustrierten auch Texten drauf, aber das war oft sehr, sehr verstellt durch eine süßliche Melodie oder eben durch sowas wie eine Wahrnehmung von außen, also dadurch eben, dass wir die Band war, die diesen kleinen Hit mit Gegen den Rest, diesem Lied aus Türkischen Anfängen hatte oder sowas, durch diese Wahrnehmung war es vielen schon gar nicht mehr möglich, in Karpaten und was anderes zu sehen als diesen einen Song und wir wurden da sehr, sehr stark reduziert und deshalb galt so ein kleines bisschen damit aufzuräumen, und gerade das nicht mehr zu machen und nicht so in die Falle zu treten, Erwartungen zu erfüllen oder zu bestätigen, also je nachdem, ob die positiv oder negativ sind. Und das war eines der Dinge, die wir mit dem neuen Album machen wollten. Also so sehr eindeutig, sehr geradlinig, die Dinge, die wir ausdrücken wollen, in der größten uns möglichen Klarheit und Deutlichkeit auszudrücken. Und dass das dann so rauskam und so düster rauskam, naja, so ist einfach, glaube ich, die Zeit, ja. Ich danke euch sehr herzlich für das Interview. Ich wünsche euch noch viel Erfolg auf der Tour mit eurem Album. Vielen Dank. Und ja, euch sage ich auch tschüss. Yeah.